Okay, first I'm going to introduce myself. My name is Alexander Gabert. I'm working at a Gentoo Hardened toolchain. I would like to ask, shall I take this presentation in English or in German as you like it? So, any native English speakers? Is there anybody who doesn't understand German? Just raise a hand. Nobody? So you, it's okay? Okay, dann denke ich mal, wenn alle damit einverstanden sind, dass wir den Vortrag in Deutsch halten, dann fangen wir mal in Deutsch an. Ich werde heute über die sogenannte Gentoo Hardened Toolchain sprechen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich Lampenfieber habe, aber ich denke, das wird sich schon ausgehen mit der Zeit. I guess. Do you think it's off or? No. My notebook is still on, so I don't have a screensaver or something like that. It's no light from there. Okay. Mein Notebook ist ja an. Läuft der Dino überhaupt? Der läuft ja nicht. Der ist ja aus. Wenn du den ausschüttelst, dann musst du den extra nochmal mit ausschalten kannst. Ja, aber es ging ja gerade. Der ist ja nicht drin. Ich habe ja keinen. Das ist mein Bildschirm 1 und das andere ist 2. Kleine Pause. Tja. Ja, also ich fange da mal an, das Projekt Gentoo Hardened ein bisschen vorzustellen. Gentoo Linux als Distribution dürfte ja bekannt sein. Eine sogenannte Meta-Distribution, die über sogenannte Ebuild-Files die Benutzer in die Lage versetzt, das System so zu installieren und so zu übersetzen, wie sie es eigentlich mit größtmöglicher Freiheit gerne hätten. Gentoo Hardened ist ein sogenanntes Projekt in der Gentoo Linux Distribution. Das heißt, das Gentoo Hardened Projekt umfasst Sicherheitserweiterungen und Modifikationen, die sowohl den Kernel als auch das Userland betreffen, die darauf abzielen, dem Benutzer eine Auswahl an Möglichkeiten zu geben, die es ihm ermöglichen, bekannte Technologien mit so wenig Benutzeraufwand und mit so nahtloser Integration wie möglich in der Gentoo Linux Distribution zu benutzen. Wir setzen dabei hauptsächlich auf sehr bodenständige Dokumentationen, das heißt, unsere Ansprüche an Dokumentationen sind so hoch, dass wir, die Techniker, die Dokumentation so schreiben müssen, dass die Idee hinter der Sicherheitserweiterung über die Dokumentation zum Benutzer transportiert wird, der diese Lösung ja einfach nur benutzen möchte. Er kann zwar über weiterführende Literatur die technischen Hintergründe hinterfragen und auch erfragen und sich auch ansehen, dadurch, dass es natürlich alles den Vorteil von Open Source hat. Aber grundsätzlich gesehen ist unsere Dokumentation erstmal nur als Einstieg gesehen. Ja, wie gesagt, wir stecken schon mitten in der Einführung. Mein Vortrag wird sich in mehrere Teile gliedern und zwar zuerst die Einführung, dann wird gezeigt, wie man die sogenannte Position Independent Executable und Stack-Smashing-Protection Toolchain eigentlich benutzt, sprich, was wir eigentlich getan haben. Danach gibt es nochmal eine Einführung, was sind Position Independent Executables eigentlich, wie spielen sie zum Beispiel mit anderen tiefen Verteidigungen, wie zum Beispiel ACL-Support im Kernel zusammen. Das heißt, wie kaskadieren wir eigentlich die Hürden, die ein Angreifer überwinden müsste, um das System vollständig zu kompromittieren? Durch diesen steckbaren Ansatz von einzelnen Lösungen, die man im Prinzip zum Mosaik der Sicherheitsstrategie zusammenfügt. Und dann eben, wie das sogenannte PySSP-Userland aussieht. Zum Schluss gibt es nochmal eine kleine Exkursion ins Gentoo Portage, was wir mit Paketen machen, die nicht so nett sind zu uns. Und am Schluss dürfen dann auch böse bohrende Fragen gestellt werden, die ich natürlich nicht beantworten kann, weil ich keine Ahnung habe davon. So. Wie gesagt, diese Präsentation dient dazu, eine Einführung zu geben, einen Überblick über die Technologie, die wir einsetzen. Und auch mal die ganze Sache ein bisschen schmackhaft zu machen, weil wir auch mittlerweile viele Distributionen haben, die mit uns zusammen diesen Weg beschreiten und auch eben genau das Gleiche machen wie wir. Ich habe mich ja schon vorgestellt, mein Name ist Alexander Gabert, ich bin unter dieser E-Mail-Adresse erreichbar und bin jederzeit für irgendwelche Fragen und Erweiterungen und Verbesserungen zu haben. Warum wir die Gentoo Hardened Toolchain letztendlich aus dem Boden gestampft haben, ist eigentlich, weil wir uns gewünscht haben, zusätzlich zu ACL-Systemen und zu Speicherschutzprinzipien wie dem Pax-Kernel, auf den ich noch eingehen werde, wir wollten etwas haben, was an der Anwendung selber einen Schutzmechanismus implementiert. Und da sind wir eben auf dieses Stack-Smashing-Protection vom Dr. Etoh gekommen, von den IBM Labs und auch auf diese sogenannte Position Independent Executables, die ich später noch erklären werde. Was ist eine Toolchain überhaupt? Eine Toolchain ist eine Reihe von Programmen, die man dazu benutzt, um Anwendungen zu übersetzen und zu kompilieren. Das heißt, über eine sogenannte Toolchain, die umfasst im Prinzip den Begriff, den man braucht, um die ganzen Programme zu beschreiben, die wir verändern, um eben aus Source Code Executables zu machen, die dann im Prinzip sicher kompiliert werden. Da gibt es halt, wie gesagt, den GCC, der aus dem C-Preprozessor und dem wirklichen CC1 besteht, also aus dem Compiler. Dann eben die Binutils, die eine sehr wichtige Rolle spielen. Der statische Linker, der dann auch später mit dem dynamischen Linker zusammen die Ausführung überwacht. Der Assembler, das alles natürlich darf nicht vergessen werden, dass der Kernel, der die Programme starten soll. Ja? Ja, den haben wir noch nicht also an den haben wir uns noch nicht rangewagt, weil da hätten wir wahrscheinlich dann doch bei C++ und bei Java ist es ja so, dass die im Prinzip eigene Patches bräuchten. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf den Großteil der C-Anwendungen und dort gibt es ja eben, wie gesagt, ein klar sichtbares Problem von Buffer-Overflows und von Verletzbarkeiten, weil es eben, wie gesagt, eine sehr hardwarenahe Sprache ist, die sehr einfach es möglich macht, Speicheradressen arbiträr zu manipulieren. Und bei anderen Sprachen geht das zwar auch, aber der Großteil, der Schwerpunkt, den wir jetzt erstmal gelegt haben, war eben auf diese Sachen. Die Stack-Smashing-Protection funktioniert natürlich auch beim C++ und bei diesen anderen Sachen, das ist klar. Aber erklären und zeigen am Source-Code, am Assembler kann ich es am besten mit diesen Sachen. Und wie gesagt, die glibc, die später auch eine große Rolle beim Starten der Anwendung spielt. Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass wir bei dieser ganzen Hardened-Geschichte eine neue Distribution zu vermelden haben, und zwar das sogenannte Debian Hardened-Projekt. Ist diesen Herbst aus dem Boden gestammt von einem sehr jungen Entwickler aus Spanien. Gentoo Hardened, eben meine Distribution, die ich hauptsächlich betreue, und unser Partnerprojekt, betreut von Peter Busser und vom Adam Ott zusammen, die ja bestimmt bekannt sind durch das RS-Bug. Das Adamantix-Projekt, die eben stark debianisiert arbeiten und dieselben Sachen wie wir machen, eben nur auf Basis von Debian und sich sehr stark auf Ruleset-Based Access Control, also auf das RS-Bug-System vom Amon Ort konzentrieren, weil eben auch der Peter Busser und der Amon Ort auch sehr eng zusammenarbeiten, sprich in derselben Firma. Die gesamte Präsentation ist übrigens in der alten Versionen, die ich neu werde ich heute Abend noch hochladen, auf dieser Webseite zum Runterladen. Also die Version, die da drauf ist, die hat nur ein paar kleine Änderungen, weil ich noch was verbessert habe. Warum wollen wir eigentlich die Toolchain verändern? Wir wollen sie nicht verbessern, wir wollen sie nur verändern. Das heißt, das, was wir machen, diese Sachen, die wir in die Toolchain einbauen, dafür würde uns jeder normal denkende Systementwickler und Programmierer würde wollen, dass wir sterben, weil wenn man ein Programm sicherer machen will, dann haben wir gesagt, wir entscheiden uns, einen geringen Geschwindigkeitseinbruch in Bezug auf die Übersetzung der Programme und auf die Ausführung der Programme in Kauf zu nehmen, um damit diese sogenannten Position Independent Executables möglich zu machen. Ich gehe später noch darauf ein, aber zuallererst muss man sich im Hinterkopf behalten, der Grund, warum es nicht bisher gemacht wurde und warum es nicht alle machen, ist, dass es ein Penalty gibt, dass es eine Strafe gibt, sprich, dass es eine Zeitstrafe gibt für die Ausführung der Programme, und deswegen ist es nicht Default, also deswegen ist es nicht Standard in der Anwendung. Sprich, ja? Ein Kommentar dazu, das trifft auch die Architektur an. Ich habe noch eine Slide, also. Hallo? Auf AMD64 gibt es diese Penalty nicht. Das Position Independent Code läuft da bei normaler Geschwindigkeit ab. Ja, ja, ich weiß. Aber schön, dass die Leute hier alle schon mehr Ahnung haben als ich. Wie gesagt, in der Realität haben wir uns da für Anwendungen entschieden, die schon benutzt werden. Das heißt, um es mal in Buzzwords auszudrücken, sogenannte Best-of-Breed-Technology. Die Pi-SSP-Toolchain besteht im Prinzip daraus, sogenannte Position-Independent Executables zu generieren und sogenannte Stack-Smashing-Protection Executables zu generieren. Und diese beiden Sachen kann man kombinieren. Das heißt, man kann ein Executable auch bauen, das beides enthält. Dazu, um diese ganze Sache schmackhaft zu machen, benutzen wir einen sogenannten Pax-Kernel, der zusätzlich zu der Randomisierung, die durch die Position Independent Executables möglich gemacht wird, auch gleich noch einen hervorragenden Schutz von Speicher beinhaltet und noch so nette Sachen kann, kombiniert mit grsecurity, dass er zum Beispiel CH-Routes einschränken kann, dass Netzwerkschutzmechanismen dabei sind. Sprich, wir fangen schon an zu kaskadieren und wir fangen im Prinzip schon an, das Mosaik vollzustecken mit lauter kleinen Bausteinen, die wir dazu benutzen, um dieses große Bild, um dieses sogenannte Big Picture, um diesen Gesamteindruck eines sicheren Systems entstehen zu lassen, der für mich persönlich sehr wichtig ist, weil es eine hohe Akzeptanz erzeugt, wenn wir die Leute nicht versuchen, monolithisch in irgendwas reinzustoßen, sondern wenn wir versuchen, Konzepte und Komponenten anzubieten und den Leuten die Möglichkeit zu lassen, innerhalb unserer Distribution und auch darüber hinaus, sich genau zu entscheiden, wie weit wollen sie gehen, was wollen sie tun und welche Technologie möchten sie letztendlich einsetzen. Und dazu gehören eben auch ACL-Systeme, die die Systemintegrität, die wir ja nicht schützen können, dadurch, dass wir allein die Ausführung des Programms überwachen, dass wir die zusätzlich dann noch im Prinzip orthogonal zu unseren Sachen mit anbieten und sagen, du kannst hier mehr tun, du kannst das alles schön kombinieren. Wir zwingen dich nicht irgendwie was Fertiges zu nehmen. Wie gesagt, die Compiler-Änderungen sind alle schon fertig. Wir haben das Zeug eigentlich nur geklaut. Die Stack-Smashing-Protection gibt es vom Hiroaki Itoh in den Tokyo Labs in Japan. Der Compiler-Switch heißt F-Stack-Protector-All, ziemlich selbsterklärend. Bei Position-Independent Code und Executables werde ich später noch ein bisschen auf den Unterschied eingehen. Das alte FPIC-Flag dürfte jedem bekannt sein, dass man damit für Shared Libraries zum Beispiel Code baut. Das FPI heißt Position Independent Executables. Das dementsprechende linke Flag heißt übrigens -Pi und wurde zuerst von Red Hat in die Binutils Upstream eingeführt. Wir benutzen ein sogenanntes automatisches Specs-File, das werde ich später auch noch zeigen. Das Specs-File ist eine Datei, an der der Compiler sich seine Standardinstruktionen holt, wie er eine Datei zu bauen hat. Und was genauso wichtig ist, ist, wir haben Modifikationen für Binutils und die glibc, die dafür sorgen, dass die neuen PT-Pack-Segmente, die früher waren, die Informationen für den Pax-Kernel über Anwendungen, die kaputt waren und nicht gut geschützt werden konnten, die waren im sogenannten Elf-Header drin. Und es gibt jetzt einen neuen, diesen sogenannten PT-Pax-Header, der kommt jetzt diesem Elf-Header nicht mehr in die Quere. Das Einzige, was man dazu tun muss, um das zu benutzen, ist eben die Binutils mit diesem Pax-Patch übersetzen und dann kann man diese Executables richtig schön für den Pax-Kernel bauen. Was wir noch gemacht haben und was eigentlich der größere Schritt vorwärts war, ist, ein gewisser Moid von OpenBSD hat sich mit mir unterhalten und ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, wieso OpenBSD die Guard-Symbole und alles in der Standard-Library hat. Weil wir hatten das Problem, wir hatten einen Apache und der wurde mit PHP zusammen und es wurde alles mit Stack-Smashing-Protection kompiliert. Und wir haben festgestellt, dass wenn man ihn startet, und der hatte ziemlich viele Libraries dabei, dass durch einen ganz komischen Zufall mehrere Guard-Symbole in einem Prozessspeicherraum aufgetaucht sind und dass er beim Zurückkehren aus einer Funktion den falschen Guard verglichen hat und dann im Prinzip ein sogenanntes falsches Positiv aufgetreten ist und der Prozess abgestürzt ist. Und wir haben aus diesem Grund beschlossen, die komplette Infrastruktur von der Stack-Smashing-Protection in die glibc, in die Standard-Library umzuziehen. Und das ist letzten November, glaube ich, oder so passiert. Und wie gesagt, Kernel-Patches, ganz wichtig, der Pax-Kernel für Speicherschutz, grsecurity, alles ACL-Systeme. SE-Linux kann man mit Gentoo sehr gut einem ans Herz legen, wenn man sich mal vom Einsteiger-Level her anschauen will. grsecurity werden von Gentoo leider noch keine fertigen ACLs angeboten, deswegen nur was für Hartgesottene. So, als erstes möchte ich die Stack-Smashing-Protection erklären, danach werde ich sofort auf das PIC und PI eingehen. Stack-Smashing-Protection funktioniert auf allen sogenannten Upgrowing-Stack-Architekturen. Das heißt, nein, Entschuldigung, auf Downgrowing. Auf einer normalen Intel-Maschine ist es so, dass der Stack oben anfängt, also nicht ganz oben, weil ganz oben hat der Kernel seinen Platz, aber ungefähr im oberen Drittel, im dritten Viertel vom Speicher fängt der Stack an und wächst nach unten. Das müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir über den Stack sprechen. Und dadurch, dass der Stack nach unten wächst, ist übrigens die einzige Möglichkeit, dass man bei einem Angriff nach oben auf den Stack schreiben kann und vorhandene Sachen im Prinzip angreifen kann. Bei HPPA, bei der PARISC-Architektur, ist es so, dass wir einen Stack haben, der aufgrund der Hardware nach oben wächst. Das heißt, theoretisch hätten die dieses Problem nicht. Sie haben es aber trotzdem, weil es sogenannte Non-Leaf-Functions gibt. Das heißt, es gibt Funktionen, die rufen eine andere auf und verweisen auf Speicher, der in ihrer eigenen liegt. Und wenn die dann anfängt, zum Beispiel über einen String-Copy oder so rumzuschreiben, dann kann die den Funktionsrahmen der nachfolgenden Funktion angreifen. Sprich, wir brauchen auf HPPA, auf PRISC auch dringend ein Stack-Smashing-Protection. Und das ist eben das Nächste, was auch kommen muss. Auch wenn es ein Upgrowing-Stack ist. Aussehen tut das Ganze dann so. Aber wenn man das kompiliert, möchte man sich ja immer anschauen, was man da sich angeschafft hat. Wir holen den jetzigen Wert vom Guard, holen wir in die sogenannte EAX-Adresse. Das ist ein Register vom Intel, wie ein General Register kann man sich das vorstellen. Und dann wird die Funktion ausgeführt und wenn die Funktion fertig ist, nachdem die Funktion ihre Arbeit gemacht hat, fügt der Compiler beim Übersetzen automatisch noch ein bisschen Krempel ein. Und zwar, er geht hierher und sagt, vergleich mir mal das Zeug. Und wenn der Vergleich zu erfolgreich war, dann sagt er, okay, spring einfach auf dieses Label, das ich hier angelegt habe. Das Label, was er anspringt, da sagt er dann, gut, ist verglichen worden, passt alles, können wir weitermachen. Wenn das nicht so war, dann legt er ein bisschen Debugging-Informationen ab und ruft dann den sogenannten Stack-Smash-Händler. Und der Stack-Smash-Händler war früher in dem Executable selber und in jeder Shared Library nochmal vorhanden. Und durch unsere glibc-Implementierung haben wir es geschafft, dass wir den Stack-Smash-Händler nur einmal haben und dass man zum Beispiel auch durch sehr einfache Änderungen an einer zentralen Stelle, ohne dass man Anwendungen neu übersetzen muss und ohne dass man Libraries neu übersetzen muss, das Zeug richtig nett pflegen und richtig gut betreuen kann. Daran sieht man, wenn man Sachen effizient und, sagen wir mal, sauber implementiert, dass die Benutzer beim Kompilieren teilweise gar nicht wissen müssen, dass sie mit einem sicheren Compiler, sichereren Source-Code erzeugen, als wenn sie es nicht benutzen würden. Dieses ganze Zeug ist natürlich nicht so, dass es alle Angriffe stoppt und dass es als die Nonplusultra-Lösung verkauft werden kann, sondern wie gesagt, wir schützen uns vor linearen, nach oben angreifenden Stack-Overflows, die auch, sagen wir mal, keine Intelligenz besitzen. Das heißt, es wäre natürlich für einen, sagen wir mal, mehr ausgereifteren Angriff, wäre es total leicht, diesen Guard erst zu lesen, dann zu rekonstruieren und dann wieder drauf zu schreiben. Darüber sind wir uns ja einig, dass es im Prinzip nur eine erste Barriere, eine erste Hürde ist. Das ist die erste Hürde, über die der Angreifer springen muss, dass ein linearer, dummer Stack-Angriff erstmal nicht mehr funktioniert. Und wie gesagt, der Overhead, der Aufwand, um das zu implementieren, bewegt sich im Prinzip zwischen 1 und maximal 3% bei wirklich intensiven Anwendungen, die wirklich extrem vielen Funktionen rumspringen und ganz viel arbeiten. Aber generell ist die Strafe, die wir hier haben, nicht so hoch, weil es eben im Prinzip nur ein Wert wird reinkopiert und später wieder verglichen. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Position Independent Executables. Position Independent Executables haben eine native, sagen wir mal, Zeitstrafe, eine inhärente Problematik, dass sie erstens ein Register stehlen. Wir wissen, Register sind auf Computern eine sehr schnelle und eine sehr knappe Ressource. Das heißt, Daten vom Speicher in Register zu holen und von Registern wieder in Speicher zu bringen, kostet Zeit, kostet Zyklen. Sprich, wenn wir mehr Register zur Verfügung haben, arbeiten unsere Programme schneller. Wenn wir ihm jetzt ein Register stehlen, um unseren Code, sogenannten Position Independent Code zu machen, was ich später an Assembler noch zeigen werde, dann haben wir auf jeden Fall erstmal ihm Zeit weggenommen. Wie der nette junge Mann noch gesagt hat, auf AMD64 ist es so, da gibt es keinen Vorteil, wenn wir dieses Register nicht benutzen. Sprich, das Register ist eh da, also können wir es auch benutzen und deswegen gibt es keine Zeitstrafe. Auf Spark, HPPA, PPC und RISC, also auf jeder RISC-Architektur ist es so, dass es meistens sowieso ein Register gibt, auf der PA-RISC heißt es zum Beispiel R19, das von normalen Betriebssystemen benutzt wird, um Daten und Informationen im Prinzip lokationsunabhängig zu adressieren. Das heißt, da gibt es schon Register, die extra dafür vorgesehen ist. Da ist aber die Zeitstrafe trotzdem höher, als wenn man diese Register nicht benutzt. Das heißt, da ist es so, da muss extra Code eingebaut werden, damit die eben über PIC adressieren. Sprich, da haben wir eine kleine Zeitstrafe, aber wir haben wenigstens kein Register verloren. Und bei Intel haben wir komplett verloren, weil da haben wir erstens Register verloren und wir müssen zusätzlich noch Code einbauen. Sprich, die Strafe ist ziemlich hoch. Also wenn man zum Beispiel jetzt versuchen würde, jedes Programm mit PIC zu übersetzen, dann kann man rechnen im schlimmsten Fall, dass man 20% verliert. Dass einfach der Rechner um 20% langsamer ist. PIC und Pi sind eine sehr interessante Geschichte. Wir haben am Anfang mit -shared und -fpic jedes Programm über PIC-Code kompiliert. PIC-Code funktioniert so, dass die Symbole in der sogenannten Global Offset Table gehalten werden und dass jeder Sprung auf eine Funktion über eine sogenannte Process Linkage Table geht und dass jede Adressierung eines Datums, also einer Datei, eines Symbols, nicht einer Datei, sondern eines Stück Daten, das ja über ein Symbol referenziert wird, dass das über eine sogenannte Global Offset Table geht. Und als wir dann später dieses Pi kennengelernt haben, haben wir gesehen, aha, man kann die Shared Libraries mit PIC kompilieren und man kann die Executables, den Object Code für die Executables, kann man mit dem sogenannten F-Pi kompilieren. Dann findet die Adressierung der Symbole relativ zum eigenen Textsegment statt und der Compiler emittiert nicht mehr kostenaufwendige Sprünge, um die PLT, um die Funktionsadressen zu patchen, die beim ersten Sprung in die PLT gemacht werden müssen, um dann beim nächsten Mal über die PLT direkt über den Function Pointer reinzuspringen. Also diese ganzen Umwege, die man in diesen ganzen schönen Büchern von Levine und so lesen kann, die müssen dann alle nicht mehr gemacht werden. Wie gesagt, jetzt kommen wir zu einem Assembler-Screenshot. Dieses Get-Program-Counter ist eigentlich das, wo der PIC-Code feststellt, wo bin ich gerade. Erklären kann man das am besten, man stellt sich vor, ich habe jetzt dieses Textsegment in meiner Hand und irgendeine Funktion in diesem Textsegment will wissen, wie komme ich an dieser Datei, wie komme ich an dieses Stück Datum ran, an diese Daten, die ich haben will. Die Datei, der Befehl weiß, dieser Ladebefehl, auf den mein Finger jetzt zeigt, der weiß, beim Kompilieren ist die Distanz zu diesem Stück, sagen wir mal, er will jetzt eine Adresse laden und diese Adresse liegt an einer festen Distanz, die beim Linken und beim Kompilieren schon feststand. Der Linker hat die Adresse, die Distanz schon eingetragen. Dann trägt der Linker beim Linken ein, diese Adresse ist fest, von deiner jetzigen Program-Counter-Adresse ist sie in einer festen Distanz. Und genau das macht dann, während das Programm gestartet wird, dieser sogenannte Call-Get-Program-Counter, dass er hier im Prinzip den Wert, wir müssen wissen, wenn wir die Wenn wir die Funktion rufen, dann hat die Intel Hardware Stack Architektur hat dafür gesorgt, dass der jetzige Instruction Pointer schon auf dem Stack landet. Das heißt, wenn ich einen Call mache, dann macht die Intel Referenzimplementierung, die Hardware, das Metall, die Physik macht, dass die CPU automatisch unseren Program Counter, unseren Instruction Pointer automatisch auf den Stack gelegt hat, wenn wir hier ankommen. Und wir holen diesen Wert, der jetzt auf dem Stack liegt, holen wir und legen ihn in das sogenannte PIC-Register. Das bei neuen Compilern übrigens inzwischen, glaube ich, auch ECX sein kann. Und wir legen den rein und springen sofort zurück. Und dann weiß der hier oben, aha, wenn ich den gerufen habe, dann ist das EBX ist jetzt mit dieser aktuellen Adresse vom Instruction Pointer gefüllt. Und dieser ganze Kram, der kann nur funktionieren, weil beim Linken schon die Distanz zur Global Offset Table relativ zu der jetzigen Position im Codesegment reingelegt wurde. Das heißt, der Linke hat die Hauptarbeit gemacht. Daran muss man denken, wenn man sich das anschaut. Gibt es dazu noch Fragen? Weil das ist sehr wichtig. Sehr gut. So, um diese ganzen... Muss man das über einen Call machen oder? Nein, das macht der Compiler, der emittiert das automatisch. Also du gibst dann PIC und PI an der Command-Line oder beim Gentoo Hardened GCC brauchst du eigentlich gar nichts mehr machen, sondern der Compiler emittiert das automatisch und sorgt dann dafür, dass dieses sogenannte PIC-Addressing im Source-Code stattfindet. Und das ist eigentlich das, also ich komme jetzt drauf, wenn ich zeige, wie wir den Compiler modifiziert haben, damit er automatisch diesen Code erzeugt. Ich meinte jetzt den erzeugten Sampler-Code. Muss man das da über einen Call machen oder kann man das nicht einfach inline? Das Problem ist, dass wir ausnutzen, dass bei einem Call auf einer Hardware-Stack-Architektur der sogenannte jetzige Instruction-Pointer automatisch von der Hardware auf den Stack geschubst wird. Und wenn du es nicht über einen Call machst, dann wird der auch nicht geschubst, der Wert. Und deswegen kannst du ihn dann nicht mehr benutzen. Also wenn du es über einen Jump machen würdest oder so, oder wenn du einfach inline hingehen würdest und sagen würdest, ja, dann bewegen wir jetzt mal den jetzigen Wert, der auf dem Stack liegt, bewegen wir jetzt mal ins EBX-Register. Das kann ja mal ein anderer sein. Also da muss man ja im Prinzip den jetzigen Wert lesen. Und den kriegt man im Prinzip am schnellsten, indem man einen Call macht. Also wir haben auch schon Code gesehen, der seine nächste Adresse callt, also der einfach physikalisch ein Label callt, das direkt hinter ihm liegt. Also der ruft einen Call und dahinter ist das nächste Label und da geht er dann hin und ruft sich selber im Prinzip, hat aber durch diesen Call auf die nächste Maschinenadresse, hat da im Prinzip den Wert vom Instruction Pointer auf den Stack raufgeschubst und den benutzt man im Prinzip, um Instruction Pointer relativ zu adressieren. Dieses ganze Zeug, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist nur Technik. Das hat jetzt noch nichts damit zu tun, dass wir eine Sicherheitserweiterung für die Benutzer zur Verfügung stellen wollen, sondern das ist jetzt erstmal nur, um die Leute aufzuwärmen, was machen wir überhaupt. Interessant wird's, wenn man den Schritt macht, dass man es automatisch und unsichtbar den Benutzern zur Verfügung stellen will. Das heißt, wenn man diesen ganzen Krempel, der jetzt hier abgelaufen ist, wenn man den gar nicht mehr den Benutzern überträgt und sagt, hey, kümmere dich mal, lerne es mal auswendig und bau das mal ein in dein Zeug, sondern wenn man sagt, wir nehmen ein Specs-File und modifizieren das Specs-File vom Compiler so, dass er, wenn ihm nichts anderes gesagt wird, automatisch diese Erweiterung benutzt. Und dieses andere, was ihm gesagt wird, sind sogenannte Unterdrückungsflags, sogenannte Suppression. Wir haben gelernt, dass der GCC es nicht mag, wenn man ihn selber mit einem Stack-Smashing-Compiler selber den GCC selber übersetzt. Ist ja klar, weil wenn der Compiler selber modifiziert wird und dann im Prinzip lokal der XGCC baut, das ist so ein intermediärer XGCC, der beim Bauen vom GCC dazu benutzt wird, um sich selber zu bootstrappen. Da muss zum Beispiel dafür gesorgt werden, oder zum Beispiel, bestes Beispiel, die glibc. Die glibc selber darf nicht mit Stack-Smashing-Protection an dieser einen Stelle kompiliert werden, wo der Guard Setup ist. Weil wenn der Guard Setup den Guard initialisiert und dann die Funktion Guard Setup instrumentalisiert ist mit einem Stack-Smashing-Protector, was passiert denn dann? Dann geht der Guard-Setup selber geht in die Todesschleife und sagt, ja, jetzt habe ich meinen eigenen Guard geändert, jetzt muss ich leider sterben gehen, weil ich auch mich überschrieben habe. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass das alles schlüssig ist, dass das alles bündig ist für die Leute, die das Zeug benutzen. Und damit, wenn wir das so oberflächlich wie möglich für die Anwender halten, erreichen wir auch, dass wir mehrere Architekturen und mehrere Versionen von GCC benutzen können. Das heißt, dass wir ein kleines Bündel an Änderungen dazu benutzen, es wiederverwerten, es portabel halten, dass wir es alles möglichst hochsprachenmäßig in C und als Patches zur Verfügung stellen, wo es nicht darum geht, irgendwelche Geschichten tief in der Interna durchzubügeln. Wie gesagt, der Patch sieht dann so aus, dass wir das sogenannte Specs-File patchen. Das Specs-File ist eine Datei, die vom Compiler dazu benutzt wird, um Switches, um Command-Line-Switches zu den einzelnen wirklichen Arbeitstieren hinzuzufügen. Wenn man sich mit dem GCC mal beschäftigt hat und ein bisschen darüber gelesen hat, wie der GCC, der ja GNU Compiler Collection heißt, wie der funktioniert, dann weiß man, dass GCC selber nur ein Frontend ist. GCC ist eigentlich nur wie ein Portier am Hoteleingang, der die Leute reinlässt, die Türen aufhält und drin sind dann die Pagen, die die Koffer hochtragen und die ganze Arbeit machen. Und dieser Frontend, der hat ein Specs-File. Und dieses Specs-File ist sehr interessant, weil man damit ziemlich lustige Sachen machen kann. Und zwar, man kann sogenannte, ja, ich nenne sie gern Diffuse Flags, aber die Amerikaner sind gerne politisch korrekt und haben das Wort Diffuse nicht so gerne, weil es irgendwie an Bombenentschärfen erinnert. Und die sagen dann Suppression. Dieses Shared, no Standard Lib, no Start Files, das ist alles so Krempel, wo wir das Stack-Smashing-Protection der glibc nicht benutzen können. Und auch das Position Independent Executable bleiben lassen sollten. Zusätzlich dazu, wenn F-No-Stack-Protector explizit gesetzt ist, dann wollen wir den Benutzer nicht überrennen und es trotzdem setzen. Das heißt, nur wenn es nicht gesetzt ist, wenn dieses Flag nicht gesetzt ist, dann wird automatisch im Specs-File das hinzugefügt. Das Specs-File selber liest sich beim ersten Blick ziemlich erschreckend, weil man nicht sofort versteht, wie es funktioniert. Wenn man sich aber mal mit, sagen wir mal, Notationen beschäftigt hat und mit Syntax in der Informatik, dann versteht man, dass das im Prinzip nur eine einfache Art und Weise ist, auszudrücken, wie bestimmte Sachen sich auf andere Sachen auswirken. Dass man hat immer so ein Prozentzeichen und dann hat man immer eine geöffnete Klammer, der immer eine geschlossene folgen muss. Das heißt, die muss immer von der anderen zugemacht werden. Die, glaube ich, von der in diesem Fall. Man arbeitet sich im Prinzip durch die Klammern und damit durch dieses Ausrufezeichen und durch diesen Flag setzt man im Prinzip, wenn das nicht auf der Command-Line aufgetaucht ist, also wenn das hier nicht auf der Command-Line aufgetaucht ist, dann darfst du weitergehen. Wenn es nicht so war, wenn es aufgetaucht ist, dann brauchst du den Rest, kannst du ganz vergessen, brauchst gar nicht reingehen. So, dann gehst du rein und sagst, okay, nächster Test, wenn das hier nicht aufgetaucht ist, dann mach mal bitte das da. Das ist die Krux dabei, wo man dann im Prinzip sagt, wir zwingen den Benutzer nicht, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die er gar nicht wissen will, sondern wir erzeugen eine Abstraktion. Wir erzeugen eine Abstraktion von Sicherheitserweiterung, wo wir dem Benutzer sagen, hey, du hast die Möglichkeit, du kannst es schnell und einfach benutzen und du kannst dich weitergehend damit beschäftigen, wenn du wissen willst, wie es geht. Und du kannst natürlich dein eigenes Ding machen. Dann gibt es halt noch neckische Sachen für, genau, schaut eigentlich alles genauso aus. Position Independent Executables, Relro ist auch eine nette Sache und Now. Mit -Z Now startet das X garantiert 10 Minuten langsamer, aber man hat den Vorteil, es wird nicht mehr so das Lazy Linking und Lazy Loading, dass es gibt in der Elf-Spezifikation bei Shared Libraries gibt es eine Erweiterung, dass eine Library beim dynamischen Laden nicht sofort all ihre Symbole auflösen und listen muss. Das heißt, in der sogenannten Global Offset Table muss nicht sofort alles reingequetscht werden. Der dynamische Loader oder auch dynamische Linker darf, wenn die nicht mit -Z Now gelinkt wurde, dann darf der sogenanntes Lazy machen, er darf faul sein und darf erst, wenn das Symbol wirklich benutzt wird, darf er es holen. Der Vorteil, wenn wir Z-Now angeben, ist, dass diese ganzen Segmente und dass diese Global Offset Table und die Process Linkage Table, dass wenn der dynamische Loader und wenn der Kernel merken, ey, da muss ja gar keine Arbeit mehr gemacht werden, das ist ja alles schon fertig. Dann gehen der Kernel her, der dynamische Loader sagt dem Kernel Bescheid und sagt, du pass mal auf, Kumpel, ich habe hier keine Arbeit mehr, du kannst es jetzt alles richtig schön Read-Only machen. Und wenn der Kernel das Read-Only gemacht hat, dann kommst du da nicht mal mehr mit der Brechstange rein, weil dann hat der Angreifer erstmal einen sogenannten Attack-Vektor weniger. Sprich, dann hat er erstmal eine Möglichkeit weniger, wo er Unfug anstellen kann. Aber wie gesagt, der Nachteil ist die Geschwindigkeit. Bei einem SSH-Server oder bei einem Bind lohnt sich das. Bei einem Evolution wahrscheinlich nicht mehr. Und mit Relro heißt, dass ein Elf-File ist ja in Sektionen unterteilt, die dann später beim Mappen in den Prozess in sogenannte Segmente unterlegt werden. Und der Linker, der GNU-Linker, der in den Binutils hat die Möglichkeit, er kann Segmente, die read-only sind und Text, also im Prinzip ausführbar sind und read-only sind, die kann er zusammenfassen. Die kann er an Page-Grenzen, kann er die alignen, also kann er die anpassen und kann sie in möglichst vielen kleinen, kurzen Pages zusammenfassen und kann dann im Prinzip seinen Fuß draufstellen und kann sagen, hier, das ist jetzt alles read-only, da kannst du jetzt nichts mehr machen. Und das wird durch dieses Relro zur Verfügung gestellt, wenn er ganz viele Sachen sieht, die im Prinzip nicht mehr schreibbar sein müssen und vielleicht executable sein müssen, vielleicht nicht, dann fasst er die zusammen und legt die im Prinzip in ein einziges gemeinsames Segment und macht das dann komplett read-only. Ist, wie gesagt, wird alles von den LD, von den Binutils zur Verfügung gestellt und ist eine der Reihe von Sicherheitserweiterungen, die auch von Red Hat nach Upstream forciert werden, aber eigentlich fast nicht bekannt sind bei den Leuten. Um nochmal die Compiler-Modifikation zusammenzufassen. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns ein präzises Werkzeug geschaffen, um diese ganze Implementierung der Position Independent Executables und der Stack-Smashing-Protection an einer einzigen Stelle hinzuzufügen, an einer einzigen zentralen Stelle. Wenn man jetzt den LD direkt aufrufen würde, der ist ja nur zum Linken zuständig, dann verliert man eben diesen Support für dieses Relro und dieses Now, aber es passiert eigentlich selten, dass bei kritischen Anwendungen das Zeug direkt aufgerufen wird, sondern meistens ist es komfortabler für die Makefile-Schreiber, ist sowieso alles über GCC abzuwickeln. Und wir können auch im Prinzip über, sagen wir mal, wenn wir wirklich alles komplett abdecken wollen und wenn wir sehen, dass der Anteil von Anwendungen, die uns durch den Lappen gehen, weil sie den Linker direkt aufrufen, dann können wir auch über Linker-Skripte rangehen und können auch in den Linker-Skripten genau die Sachen machen, die wir hier machen. Und, wie gesagt, diese Features werden zurzeit von Peter Marzinger betreut, der in Ungarn operiert und der im Prinzip zum ersten Mal, seitdem wir das machen, durch GCC-Patches selber uns in die Lage versetzt hat, für jede Hardware, die den Stack-Smashing-Protection und die Position-Independent Executables unterstützt, für jede Hardware GCC-Patches selber anzubieten. Weil früher haben wir es über ein Shell-Skript gemacht. Dann haben wir es über einen externen GCC-Wrapper gemacht, der im Prinzip sich um den GCC drum gehangen hat. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und wir haben uns dann im Prinzip für die beste entschieden. Und auf der Maschine selber wird der Hardened GCC identifiziert sich auf der Maschine, wenn er kompiliert wurde, mit dieser Information. Das ist für euch die einzige Möglichkeit, lokal zu sehen, dass jemand mit dem Hardened GCC arbeitet. Wir legen grob Wert darauf, dass in unseren Executables und im Footprint unserer Prozesse nicht offensichtlich wird, dass es sich hier um Hardened Userland handelt, sondern das da ist das Einzige, wo du wirklich als Benutzer sehen kannst, ah, ich benutze jetzt hier gerade eine Hardened Toolchain. Aber es ist wichtig, dass man nicht dem Unfug Tür und Tor öffnet und sagt, hier, wir haben hier gleich eine Möglichkeit, sowas zu erkennen. Die Binutils und glibc-Modifikationen beschränken sich im Prinzip darauf, dass ein sogenanntes PT-Pack-Segment hinzugefügt wurde, dass der Guard Setup, der Guard und der Stack-Smash-Händler in die glibc umgezogen wurden. Wie gesagt, wir haben eben das Problem gehabt, wir haben zwei Guards gehabt, wir haben den ersten aus dem Executable kopiert und haben den zweiten mit der Library verglichen auf dem Grund von Rücksprüngen und Änderungen, die wir nicht leicht nachvollziehen konnten. Aber wir haben dann festgestellt, wenn man alles wie OpenBSD macht und an einem Platz hat, in der Standard-Library, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir solchen Sachen im Prinzip generell aus dem Weg gehen. Und das ist dann später auch von Adamantix und Debian Hardened adaptiert worden, weil sie eben aus unseren Fehlern gelernt haben und gesagt haben, hey, wir wollen da nicht irgendwie so einen Murks haben mit mehreren Guard-Symbolen, weil das eben bei solchen Geschichten da ein übler Brecher werden kann, wenn irgendwo mittendrin in der Ausführung irgendein Symbol falsch verglichen wird. Okay. Wie gesagt, wir müssen die Entropie erhöhen. Das ist jetzt ein Prozesssegment, was normal aussieht. Wenn es randomisiert ist, dann ändern sich diese Offsets von den Segmenten. Die Größen ändern sich nicht, sondern es ändern sich nur die Offsets. Und wenn jemand diesen Prozess angreift und Wissen braucht, wo zum Beispiel die glibc ist für einen Return-to-libc-Angriff, dann hat er das Problem, wenn die Randomisierung durch die Position Independent Executable reingreift, dann muss er raten, dann muss er Information Leaking machen, dann muss er über Informationssuche, muss er extrem aufwendig, muss er sich kümmern, dass er das Zeug im Prinzip doch noch gebacken kriegt. Und das ist eigentlich das, was wir uns zunutze machen. Wir haben hier keine zertifizierte, wissenschaftlich prüfbare Methode, dass der Alexander nennt es gerne Obfuscation, aber letztendlich geht es bei Randomisierung nur um die Erhöhung der Chance, dass die Kuh nicht vom Truck überfahren wird. Und das ist eigentlich das, was wir hier machen. Sondern wir sorgen eigentlich dafür, dass wir die Straße breiter machen und er im Prinzip besser lenken muss, um die Kuh doch noch zu erwischen. Es gibt, wie gesagt, komplementäre Systeme, die wir benutzen, und worauf ich ganz besonders stolz bin und was ich unbedingt erwähnen muss, ist, dass es auswechselbar ist. Das heißt, dass jeder, der unser Zeug benutzt, es mit anderen ACL-Systemen überlappend und übergreifend benutzen kann und dadurch im Prinzip eine kaskadierende Sicherheitslösung hat, die in den Executables für Schutz sorgt und dann später in der Integrität auf Systemebene über ACL-Systeme auch noch für Schutz sorgt. Und damit erzeugen wir im Prinzip ein kaskadierendes Sicherheitsmodell. So. Genau, least improved, und so weiter und so fort. Genau. Wenn wir mit E-Builds arbeiten, die kaputt sind, in unseren Augen, in meinen Augen, also der Entwickler sagt, die E-Builds sind okay, aber wenn sie zum Beispiel Assembler verwenden, der nicht PIC-konform ist, dann benutzen wir sogenannte Filterflex. Das heißt, wir fügen über den E-Build, fügen wir diese sogenannten Suppression Flex hinzu und die sorgen dann dafür, dass im Specs-File diese Logik getriggert wird, dass es eben nicht PIC kompiliert wird oder Pi oder eben nicht mit Stack-Smashing-Protection kompiliert wird, was es auch gibt. Aber zum Glück sind die, sagen wir mal, die am meisten exponierten Netzwerk-Demons sind eigentlich ziemlich komfortabel damit zu kompilieren. Und was wir uns wünschen würden ist, wenn hier irgendwelche Entwickler der folgenden Programme sitzen, wir hätten gerne, dass es 2 Versionen gibt und dass es mit solchen Define- und Else-Anweisungen, weil das würde unsere Arbeit ziemlich leichter machen. Jetzt komme ich zum Ende und danach darf ich sofort gebohrt werden. Es darf nicht vergessen werden, dass alles, was ich hier vorgestellt habe, nur eine Art von Möglichkeiten ist, wie man sein System sicherer machen kann. Ich ersetze damit nicht Audits und ich ersetze damit auch nicht Pflege von Source Code. Die Pflege von Source Code und die Entfernung von Sicherheitsproblemen, von Bugs, ist viel wichtiger als das, was ich hier mache. Das, was ich mache, ist, ich schmeiße im Prinzip dem Truck, der versucht, die Kuh zu überfahren, schmeiße ich im Prinzip riesengroße Holzplanken vor die Räder und sage, hier, mach langsamer und wehr dich wenigstens. Aber was wichtiger ist, ist, wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass Patches benutzt werden, eingepflegt werden, dass Sicherheitsfixes eingepflegt werden und dass es neue Möglichkeiten geben wird. Es wird definitiv Möglichkeiten geben, über Information Leaking am Pax-Kernel vorbeizukommen und Anwendungen trotzdem anzugreifen. Und wir müssen darauf achten, wir dürfen es nicht geheim halten, als proprietäre technische Lösung versuchen, irgendwelchen beschlossenen Benutzerkreisen zu verkaufen und uns irgendwie versuchen, großes Geld damit zu machen, sondern wir müssen es breit halten, wir müssen es vielen Leuten zur Verfügung stellen, wir müssen dafür sorgen, dass viele Leute mit uns an dieser Lösung arbeiten und dass wir im Prinzip auch daran interessiert sind, dass viele Leute mit uns Kontakt haben und das aufgreifen und uns auch Input geben und uns Feedback geben, was wir besser machen können und was wir besser machen müssen. Was dafür sorgt, dass die Lösung noch akzeptabler wird und dass es vielleicht auch ein bisschen den Eindruck erzeugt, die Leute sind interessiert daran, dass wir das tun. Die Leute möchten sichere Systeme benutzen und möchten einfach sichere Systeme installieren und updaten und mit der Hardened-Toolchain im Prinzip auch Server sicher halten, wenn Updates wieder kompiliert werden, was es bei Gentoo natürlich einfacher macht. Und wir suchen Entwickler. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Ja, ich hätte eine Frage zu den GCC-Modifikationen. Werden die upstream hochgestreamt oder? Ja, also wir schicken ständig fiese Mails nach oben, aber die sagen uns, dass wir erstens die Toolchain brechen, zweitens ganz böse sind und drittens es wahrscheinlich niemals default werden wird und auch nie irgendwie in den Upstream einfließen wird, weil es einfach von dem, was wir machen, her zu radikal ist und auch zu, sagen wir mal, zu nicht konform auf das, was der Großteil der Leute noch will. Wenn es später mal Default Position Independent Executable Support im GCC gibt, würde ich wahrscheinlich einen riesengroßen Luftsprung machen, aber dann bis dahin... Ja, es muss ja noch nicht mal defaultmäßig angeschaltet sein, sondern nur, dass es halt, dass nicht dieser... Ach so, okay. Gut, dann hatte ich noch eine andere Frage, wenn es geht, oder... Also die meisten Änderungen in den Binutils sind Upstream und diese Entwicklungen, Position Independent Executables, das ist alles schon Upstream. Also die Funktionalität ist immer Upstream. Ja, dann hatte ich ja anfangs nach dem C++-Compiler gefragt. Da habe ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Wo setzt das denn an, wenn das bei der Code-Generierung ansetzt? Also sind die Änderungen jetzt in dem Language-Frontend? In dem C-Frontend oder ist das nachher im Backend? Ich meine, oder... es setzt in der RTL an, wenn du das sagst. Okay, danke. Magst du es behalten? Nee. Wie ist denn das dann mit GCC 4? Da ist das ja mit RTL... nicht mehr so ganz. Also es gibt bei GCC 4 gibt es ja im Prinzip eine Änderung, wodurch im Prinzip durch eine Reorganisation der einzelnen Schritte, wie der Code transformiert wird, da werden im Prinzip auch Patches für den Stack-Smashing-Protection dann angepasst und im Prinzip auch von der RTL-Implementierung von dieser intermediären Implementierung dann letztendlich auch in diesen Backend-Support mit überführt. Aber bei GCC 4 ist es zum Beispiel sehr interessant, da gibt es eine sogenannte Mudflap-Library, die auch sehr interessant ist, weil die zusammen mit dem Bounce-Checker vom High-Ten-Brügge eine der sehr kostenintensiven Lösungen darstellt, die ihr dann aber verspricht, wirklich 100% Bounce-Checking zu machen. Also auf GCC 4 freuen wir uns schon, weil wir damit noch eine zukünftige Lösung haben, wie man im Prinzip volles Bounce-Checking macht, was diese Stack-Smashing-Protection dann aber auch wieder obsolet macht, weil dann entscheiden sich die User, sie wollen vielleicht 50 bis 80% Performance-Einbruch, aber haben dafür komplettes Bounce-Checking. Also es ist halt eine sehr interessante Geschichte, die man sich da abzeichnen kann. Ja, dann habe ich, also ich setze das Gentoo Hardened auch ein und habe halt jetzt in letzter Zeit oder auch schon ein bisschen länger so ein paar Probleme. Also zum Beispiel habe ich, lässt sich der OpenOffice 1.1.3 Ebuild bei mir nicht kompilieren. Den Bug habe ich auch gemeldet. Jemand anders konnte das auch bestätigen. Ist da irgendwie, woran kann das denn liegen? Gibt es da irgendwelche prinzipiellen Ecken noch, wo... Also das Problem, das wir mit OpenOffice haben, ist, dass OpenOffice auf einem Pax-Kernel sich nicht mit der Hardened Toolchain kompilieren lässt, weil während OpenOffice gebaut wird, wird eine Shared Library erzeugt. Und diese Shared Library wird entweder ausgeführt oder gestartet, auf jeden Fall die erzeugt eine Verletzung im Pax-Kernel und im Prinzip das Problem ist, dass die Make-Files von OpenOffice, dass wir teilweise gar nicht die Möglichkeit haben, so tiefe Make-Files im Prinzip automatisch über SID oder so im Ebuild zu manipulieren. Sprich, in der jetzigen Entwicklungsstufe lassen wir erst noch die Finger von solchen großen Ebuilds und raten den Usern im Prinzip, also was ich persönlich den Usern rate, ist, sich das zuerst auf dem Server anzuschauen. Das ist auf Servern in einem eingegrenzten Anwendungsbereich, wo man schnell einfache kleine Dienste wie zum Beispiel Mail-Programme oder Bind oder so. Wie gesagt, das Problem, das wir haben, die meisten User sagen, es ist ein bloody Hack. Also es ist im Prinzip eine einfache, schnelle, billige Variante, um schnell Sicherheit in die Toolchain zu bringen. Und die Probleme, die wir haben, erfahren, ist, dass wenn Makefiles groß werden, wenn sie unterwegs beim Kompilieren ziemlich Sachen erzeugen, die dann brechen, dann müssen wir im Prinzip den Hebel dort ansetzen, wo diese Sachen generiert werden. Und das erstmal zu finden, ist schon ziemlich aufwendig, wenn die Makefiles dann verschachtelt sind und man im Prinzip auch gar nicht mehr weiß, hey, wo kommen denn diese C-Flags jetzt her und wo fügen wir die denn ein? Es gibt Ideen, dass man über Environment-Variablen auch noch Unterdrückungsswitches einbaut, aber wir arbeiten halt selber und wir diskutieren halt intern sehr heftig darüber, welches jetzt der bessere Weg ist. Und wir versuchen halt intern extrem viel Aufwand reinzustecken, daran es für die Benutzer so einfach wie möglich zu machen. Aber dieses Problem mit den großen E-Bits wie OpenOffice und GNOME und so, haben wir halt im Prinzip erstmal nicht im Griff, weil die Makefiles so kompliziert sind, dass wir da nicht einfach so um das eintragen und dann sagen, hier, das wird jetzt komplett durchgeleitet. Also wir beschweren uns zwar nicht darüber, aber es ist halt eine ungünstige Sache für uns, weil wir haben uns für den entgegengesetzten Weg entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen Default Security, wir wollen Specs-File, das es automatisch macht. Und jetzt müssen wir den sauren Apfel beißen und sagen, Programme, die es nicht unterstützen, die haben dann eben gelitten. Und damit kann ich im Prinzip dann auch sagen, ich gebe mir Mühe und ich versuche das zu verbessern, aber es klappt leider nicht. Bin halt einfach nicht gut genug. Ja, dann hätte ich noch eine Frage. M-Player, kann das sein, dass da ein Problem gibt im Zusammenhang mit den Windows-Codecs? Ja, da ist Hardcore-Assembler drin und das unterstützen wir nicht. Wenn ich gerade das Problem richtig verstanden habe, ist das wohl gerade angesprochen, dass innerhalb der Makefile-Hierarchie die Compiler-Flags nicht richtig durchgereicht werden. Ja. Dann habt ihr schon mal versucht, diese Sache in einem NetBSD Package Source Environment zu kompilieren. Da hättet ihr die Möglichkeit, dass ihr selber, also da werden sehr viele Dinge ausgetauscht und praktisch eine Umgebung wird aus Kompatibilitätsgründen vorgespielt. Da hättet ihr die Möglichkeit, diese Flag, also die Compiler-Flags defaultmäßig selber auszulöschen oder hinzuzufügen, sodass die Makefiles das gar nicht merken. Ja, das ist eigentlich das Gleiche, was wir machen, oder? Mag sein, ja. Ja, also es gibt ein Gentoo BSD, aber ob die da mehr Erfolg haben, kann ich nicht sagen. Also, sorry.